Ja, ist doch auch egal, Mann. Was ist denn egal? Es ist nicht egal, wenn jemand meine Freundin nachts sieht. Wenn es andersrum wäre, du wärst genauso sauer wie ich. Nein, Waldchen, du übertreibst einfach, Mann. Hör jetzt auf, es reicht. Komm, wir gucken uns das jetzt nochmal an. Komm, guck jetzt. Okay, gut, schau, zeig. Die Kleider sind alle so krass schön. Aber irgendwie geht es dir nicht zu. Pierre, kannst du mir kurz helfen, das zuzumachen? Ich finde es so pretty. Ja, aber kommen. Irgendwie, ich muss den BH nochmal kurz ausziehen, weil irgendwie. Oder komm einfach gleich, weil irgendwie das ist ein bisschen hier. Keine Ahnung. Ich ziehe den BH einfach mal aus. Besser. Okay. Nee, Alter. Oh mein Gott, Pierre! Hey, wieso sagst du nicht so, komm, wenn du nackt bist? Was ist denn los? Hey, was soll der Scheiß? Hey, alles gut, ist das gut? Du, was ist das denn? Was ist gerade passiert? Warum hat der Typ nackt gesehen? Was ist das? Was soll der Scheiß? Keine Ahnung. Ich war ganz kurz weg. Nein, das war ein Versehen, das war meine Schuld. Alles gut, mach dir keinen Kopf. Sorry. Kannst du kurz rausgehen? Ich will mich kurz anziehen, bitte. Ja, Kara, sorry, aber du bist echt naiv, wenn du nicht siehst, dass der Typ auf dich steht. Und schau, ich mein's nicht böse oder so, aber wir hatten schon mal so einen Fall mit diesem Kack-Produzent von davor. Ich weiß. Und ich will dich nur schützen, weißt du? Ich habe nur Angst, dass dich irgend so ein Typ wieder ausnutzen möchte. Ich weiß, danke, dass du auf mich aufpasst, wirklich, aber... Ja, selbstverständlich. Bin doch da. Aber wirklich, vertrau mir, Pierre ist nicht so. Und Pierre würde niemals, nein, wirklich, Pierre würde niemals irgendwie so sein wie der Produzent. Ich hoffe auch. Ich hoffe, dass der Typ nicht so ist. Ich bin aber eher immer... Vorsicht. Ja, genau. Ich weiß. Danke, dass du auf mich aufpasst. Das ist selbstverständlich. Ich passe auch jetzt mal weiter auf dich auf und ich hole uns was zum Essen, okay? Emmy kommt auch gleich. Bringst du was für sie mit? Ja, selbstverständlich. Cool. Die mag Brot auch, oder? Ja, bis gleich. Ciao. Boah, Leute. Hattet ihr auch schon mal so eine Situation, wo ihr irgendwie das Gefühl hattet, dass euer Partner zu eifersüchtig ist? Schreibt mir mal eure ganzen Erfahrungen damit. Ich wusste irgendwie gerade gar nicht, wie ich damit umgehen soll, aber ich bin echt froh, dass wir jetzt so einigermaßen geklärt haben und es ist ja auch echt süß, dass er einfach nur auf mich aufpassen will. Ja. Wir essen jetzt Croissants. Oui, oui. Oui, oui. Leute, esst ihr eigentlich gerne lieber Herzhaftes oder Süßes am Morgen? Ich bin auf jeden Fall eine Süße. Du bist eine Süße? Ich bin eine Süße. Und du, mein Schatz, bist du auch ein Süßer? Ich bin ein Süßer, aber ich bin eher so Team viel Fleisch in der Form. Oh, so Vicky hat geschrieben. Schick's euch mal rein. Hä? Was ist los? Sie sagt, die irgendwas ist. Ja. Was passiert? Keine Ahnung. Sie schreibt, bin auf der Arbeit, ich raste gleich aus. Hä? Fuck, was ist los? Video. Hi Vicky, ich werde den Zug heute nicht nehmen. Wir haben 10 Wechsel und alle müssen zusammenproben. Die Premiere ist in 3 Wochen. Deswegen weiß ich gar nicht, wann ich nach München komme. Telefonieren wird auch schwierig. Ich melde mich einfach, okay? Scheiße. Wow. Schön. Scheiße. Auch, dass sie sagt, die kann nicht mal telefonieren, das ist schon hart. Ich stelle jetzt hier Elisa eine Beziehung vor, wenn wir uns nie sehen bzw. nicht mal telefonieren können. Ja, das ist echt blöd. Die Arme, Alter. Ja. Ich frage mal, ob wir nach was machen sollen. Ja, total gern. Ja. Bisschen ablenken. Ist immer gut. Was ist so? Die sagt, die hat keinen Bock. Oh Mann, die Arme. Und jetzt muss sie noch arbeiten, also ich. Oh Mann. Scheiße. Ganz, ganz viele Herzen an Vicky reinschicken.
damit sie ihr gut geht. Und wir müssen uns am besten irgendwas überlegen, damit wir wirklich ihr helfen können. Was Essen funktioniert bei mir. Pizza! Gut. Pizza, magst du Pizza? Ich liebe Pizza. Ja, gut. Dann. Hallo. Hey, Chiara, hi. Hi. Du, na, wie geht's dir? Alles gut? Ja, und bei dir? Hey, wunderbar, du. Ich hab tolle Neuigkeiten, ich habe eine Idee. Und zwar, ich habe einen Tisch reserviert beim Kaffee um die Ecke. Und wenn du Lust hast, könnten wir uns da treffen und üben ein bisschen das Interview. Ja, was meinst voll du? Gerne. Ja? Ja, lass uns machen. Super. Super, weil ein paar Fragen stellen, weißt du, da bist du ja noch nicht so fit und dann, das wirst du sicher wunderbar machen und dann bist du safe. Ne? Okay, ich könnte ja, nice. Okay. Könnt ja auch mitkommen als neue Praktikantin. Das ist Emmy gerade, die fragt, ob sie auch kommen soll, als Praktikantin. Emmy? Ah, oh. Du, Emmy, weißt du, was cool wäre, wenn du zur Paola fährst? Weil die hatten Rand voller Arbeit und dann könntest du da ein bisschen mitchecken, ein bisschen probieren, weißt du? Ein bisschen helfen. Cool, auf jeden Fall. Wie findest du das? Okay, ja, schickst du mir dann die Adresse fürs Café? Du, Chiara, ich schicke dir einen Standort und dann so eine Stunde ungefähr, ne? Okay, super, wieder, ich freue mich. Wieder, bis dann. Super, ich mich auch, bis dann, ne? Bye, ciao. Bye, ciao, bye. Cool. Ist okay? Ja, klar. Nicht sauer sein? Nein, bin ich nicht, alles gut. Ist Arbeit, ist ja deine gute Arbeit. Übung. Muss ja eine Superstar sein. Okay, dann gehe ich jetzt los. Ja, ich auch. Paola lässt man ja nicht warten, ne? Wir sehen uns dann. Okay. Viel Spaß. Danke, dir auch. Tschüss. Lecker, 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 lecker. Kuchen, da kann ich auf jeden Fall dran gewöhnen. Mhm. Zum Interview dran ist er super. Ja. Ich sag mal jetzt mal auflockern fürs Interview, ne? Mhm. Da ist das ja, ich kann dir nicht versprechen, dass es immer so ist, dass du mal Kuchen kriegst, aber jetzt mal so, ne? Aber jetzt mal so, genau. Was meinst du? Wollen wir loslegen? Yes. Ja? Let's go! Und so, hey! Hallo! Ihr seht hier Chiara Garcia Silva. Woohoo. Rising Star. Neuer Star am Pop-Himmel. Yes. Chiara, schön, dass du hier bist. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist super. sag mal, wie war das mit dem Singen? Du singst, tanzt, performst, Allround-Talent. Wann hast du denn so mit dem Singen angefangen? Das möchte ich mal so einfach mal wissen. Schon immer eigentlich. Ich habe früher mit meiner Mama immer viel gesungen und am liebsten Pop. Ah, Pop, okay. Ja. Und so keine Volkslieder, wie man so kennt von Kindern ein bisschen? So ja, vielleicht auch mal. Hänsel und Grete. Okay, alles klar. Ey du, jetzt pass auf. Ich habe meine Gitarre dabei. Okay. Was hältst du davon, wenn wir so eine kleine Session machen? Ich begleite dich, du singst ein bisschen. Hm? Pierre, hier einfach so im Café? Du, Chiara, das musst du immer damit rechnen, dass irgendjemand eine spontane Idee hat. Du musst sagen, ja klar. Okay. Immer okay. Offen. Okay. Immer offen. Ja klar, machen wir. Mein Herz bricht in zwei, wieder um 2:30. Ich schau auf die Uhr, wieder um 2:30. Wieder um 2:30 bricht mein Herz in zwei. Ich schau auf die Uhr, wieder um 2:30. Wieder um 2:30. Bricht mein Herz in zwei. Bella! Super! Danke! Chiara, das war ein super Auftritt. Tolle Stimme, tolle Performance. Ich danke dir. Danke dir. So, wir haben natürlich ein bisschen recherchiert nur im Internet, ja? So Familiengeschichte und sowas. Mhm. Also, da gibt es eine Mama, ne? Ja. Alleinerziehend. Genau. Okay. Noch eine Schwester. Schwester. Und theoretisch habe ich auch einen Papa. Ein Papa, theoretisch ein Papa. Wo ist denn Papa? Abgehauen? Ja. Abgehauen, okay. Und hast du ihn lieb gehabt, den Papi? Ja, ich habe ihn einmal gesehen. Einmal gesehen? Aber ich erinnere mich noch gut an sein Gesicht. Er kann dich öfter sehen, Chiara. Er kann dich öfter sehen. Weißt du warum? Warum? Wir haben noch was ganz Tolles gefunden von dir. Schau mal her. Wie findest du denn das? Was glaubst du, wir da sagen? Ja, was soll das? Dein Papa, hm? Was soll das? So, Chiara, ist das so deine Vorstellung von, ich werde richtig steile Karriere machen? Hm? Ist das so deine Vorstellung? Wenig Haut, diverse Magazine, die Männer schauen drauf. Super, Chiara, tolle Chiara. Nein, natürlich nicht. Das magst du. Und wenn Papa das sehen würde, wie wäre das dann? Wirklich nicht, was es soll, weil ich meine, ich habe doch gar nicht, das Bild war privat, ich weiß ja nicht, woher du sagst. Alles gut, alles gut. Ey,
Journalisten finden alles, okay? Die finden alles. Wenn sowas im Netz ist, wenn du sowas reinschickst, irgendeinem Freund schickst, ist es im Netz. Deswegen, es wird irgendwas gefunden. Du bleibst cool, du musst bei dir bleiben. Bei dir. Ja, lass die reden, das ist einfach, das gehört zu dir. Das ist okay, das ist Urlaubsfoto, geht dir einem nichts an, aber bleib bei dir. Ja? Ja. Denk an deine Kraft, an deine Stärken. Okay? Ich geh mal aufs Klo. Ja. Irgendwie war das gerade ultra seltsam, dass Pierre einfach meine Hand genommen hat. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich denken soll, Leute. Bild ich mir das ein oder habe ich mich jetzt von Valentin irgendwie beeinflussen lassen oder war das echt komisch? Ich glaube, ich spinne einfach schon wieder und er wollte mich doch nur beruhigen. Es ist doch sogar krass lieb von ihm, dass er mit mir ein Interview üben will. Puh, keine Ahnung, ich drehe langsam echt durch. Okay, ich reiße mich jetzt wieder zusammen und gehe jetzt wieder raus. Das ist so geil. Hey! Meine neue Künstlerin, ja? Chiara, hi, freut mich. Chiara, Produzent, Freund, ja, Bekannter. Ja. Ich kenne sie. Was? Ich kenne sie, ja. Ihr kennt euch. Du hast Chiara, wa? Ja. Du, diese Frau, die hat meinen Partner Sven. Die hat hier bei der Polizei angeschwärzt. Ach Quatsch, doch, ohne Scheiß. Was, du kennst Sven? Der hat sich an den Rand gemacht. Oh mein Gott. Dann ist sie zur Polizei gegangen und sagt, oh Mann, er hat mich genötigt und sexuell missbraucht und was weiß ich. Ja, oh mein Gott, das stimmt nicht. Willst du nie machen, nein, oder? Oh mein Gott, du bist ein Freund von Sven, sorry, aber Sven wollte mich vergewaltigen, ja? Du, Sven würde nie im Leben irgendwas in der Richtung machen. Ich kenne ihn seit 10 Jahren. Du kannst mir einen Scheiß erzählen. Ey, komm mal runter, hallo, komm mal runter. Du bist auch noch auf der Seite, hä? Hast du schon die Beine? Was ist denn los mit dir, Mann? Oh. Hau bloß ab jetzt. Gibt's dir was an dem, ja? Oh mein Gott. Ja, was war das? Danke, Pierre. Ja, gerne, gerne. Du hast gut gegengehalten, ne? Du hast gut Power gehabt. Das war jetzt, du hast darfst du nicht gefallen lassen. Ja. Okay? Also jetzt komm mal runter und ich geh mal bezahlen, ja? Okay? Okay. Alles gut? Ja, danke. Ja? Leute, vergesst, was ich gesagt habe. Pierre ist auf jeden Fall einer von den Guten. Tell me straight up.